Ich weiß von nichts. Keine Sorge. Die meisten meiner Leute sind Idioten. Aber nicht du! Dich find ich gut! Wart mal, das kam jetzt falsch rüber. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja, ich hab da was für dich. Fahr zum Crescent Park, Kai. Sofort! Freundlich was wie ein immer. Sexistischer Witz. Ja, yeah. Und damit hi und so. Wir sind jetzt gerade bei Part 21. Ich bin toll und ich habe die Begrüßung extrem verkackt. Aber es wäre gerade extrem egal. Und ich fahre als ob. Hey, wieso fahren die da? Wieso sind die da stehen geblieben? Sind die behindert? Solche Pfosten. Ach ja, und wir dürfen jetzt erstmal wieder ganz... Oh Gott, wie weit? Warte mal. Erstmal, wo haben wir jetzt hier? Haben wir eine Gerade, so circa. Schauen wir, wie weit das ist. Ich fahre jetzt wahrscheinlich gleich an, aber ist nicht mehr. Holla, ist das weit. Oh Gott. Ich will nicht. Aber ich habe auch keinen Bock zu schneiden, von daher lasse ich das jetzt einfach mal. Und ich weiß ja nicht, solange ich euch irgendwie unterhalten kann, ist das ja sowieso egal, wenn ich irgendwie fahre. Achtung hier. Ah, oh, ist diesmal wieder weg. Nein. Ich nehme das im Übrigen in letzter Zeit sowieso extrem aktuell auf dieses Projekt. Keine Ahnung warum. Wollte mir eigentlich jetzt mal vornehmen, dass ich das jetzt mal so richtig geil auf im Vorrat aufnehme. So geile 10 Parts oder so. Das werde ich nicht packen. Keine Ahnung. Habe ich halt auch nicht die Zeit für. Ich kann ja höchstens 3-4 Parts im Hintereinander aufnehmen. Das ist schon extrem krass, wenn ich 4 Parts packe. Aber wie weit ist das denn noch? WTF. Oh, ich will lieber jetzt das Polizeiauto. Steig doch um. Pfosten. Natürlich bin ich ja vorher noch hineingefahren. Leck mich. Natürlich. Oh, nein. Ich kann ja springen mit dem Auto, wenn ich wackel. Ich will da hoch. Danke. Das ist mein Ernst. ETF. Wieso steht eigentlich alles auf dem Kopf? Alles klar. Oh nein. Als ob da noch ein Auto kommt. Bleib stehen. Oh, wer auch immer du bist, bei. Ja, ist ja jetzt nicht so Polizeiangelegenheit. Das ist ja ein Polizeiauto, du Pfosten. Ah, oh, denk doch mal nach. Jetzt fahren wir noch ein paar Leute um. Und ich sage euch eins, das Einzige, was mich an dem Spiel derzeit noch extrem stört. Moped, geil. Nein, bleib hier. Steig dich ein. Pfosten, hallo? Ist die Framerate. Es wäre einfach viel geiler, wenn das Ganze in geilen 60 FPS ist. Und ich weiß gar nichts. Es sind 30 FPS, gehe ich mal von aus. Mir schon klar, dass die Wii U hier auch nicht mehr packt. Aber das ist bei Lego Games auf der Wii U allgemein ein Problem. Denn bei Lego Marvel Super Heroes, das habe ich auch auf der Wii U, da ist das noch grottiger. Ich glaube mir gar nicht, wie hässlich das da aussieht. Das sind manchmal... Ich glaube, da geht es unter die 10 FPS manchmal einfach. Das sieht so grottendreckig aus. Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht, wie man das zusammenbekommt. Also bei dem Spiel ist es ja noch in Ordnung, aber bei manchen anderen Spielen denke ich mir halt auch nur Hilfe. Und ich fahre jetzt gerade hier nach und nicht irgendwie Abkürzungen, weil ich keinen Bock habe aufs Gamepad zu schauen. Weil ich sowieso nur irgendwas umfahre. Ich habe 46.000 Legosteine. Alles klar. Das sollte eigentlich gleich hier sein, oder nicht? Hier doch, da vorne ist. Hey, ho. Hier geht's los, okay. Steig ab. Ja. Jo. Feng sollte das machen, aber ich finde ihn einfach nicht. Li, Fu und Ping auch nicht. Holen die alle Kaffee? Wieso? Ist meiner denn schlecht? Niemals! Irgendwas geht vor sich und ich hab nur noch dich. Und diesen Haufen Tölpel! So, da all meine Leute unauffindbar sind, bist du also der Glückliche, der diesen Job machen darf. Um was geht's? Die Einzelheiten gibt's später. Vorerst bleibt die Sache geheim. Mein Boot liegt am Kai. Nimm es und fahr zur Apollo-Insel.
Oh nice, jetzt weiß ich, was jetzt kommt. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mit dem Boot. Hä? Hoffentlich sehe ich das jetzt auch. Ja, ist... Wow, ich habe es ja schon gesehen. Gott. Oh, das ist die Apollo-Insel. Die ist nice. Die kenne ich noch von The Chase Begins. Das habe ich ja schon mal durchgespielt, The Chase Begins. Aber das hier, ich spiele noch nicht. Von daher... Oh Gott, und ich darf hier halt jetzt echt fahren. Das ist toll. Was ich jetzt fahre... Oh nein. Was mache ich hier schon wieder? Hä? Also ich dachte, ich kann hier über die Schanze, aber irgendwie ja doch nicht. Ich könnte es natürlich auch machen, aber keine Lust. Nee. 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 Und wieso habe ich hier einen Zettel, wo 88 draufsteht? Alles klar. Der liegt da einfach. Wow. Bin stolz auf mich. Pass, pass. Chill. Komm schon. Aber, na gut, jetzt ist es dann doch irgendwie langweilig. Wo fahre ich eigentlich hin? Gut so, hä? Oh nein! Was? Wie weit? Ist klar. Als ob das so verdammt weit ist. Hier vorne doch jetzt rein, oder? Ja doch. Yes. Aber als ob. BTF. Ah, wenigstens wurde das irgendwie eingebaut, aber dass das dann so weit ist, nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Das ist doch jetzt keine Mission, das ist doch jetzt ein ganz... Da kann ich doch dann sonst auch so rumfahren, oder nicht? Ja, das, natürlich kann ich das. Alles klar. Irgendwie ist es dann halt doch irgendwie langweilig, obwohl nicht nur Musik spielt. Nicht toll. Wie weit ist es denn eigentlich noch? Warte. Das sieht jetzt gerade irgendwie aus wie Venedig. Ist auch daran angelehnt. Safe. Na, warte mal, bleiben wir ein bisschen stehen. Okay, ich fahre gleich hier aufs Meer raus, wahrscheinlich, glaube ich. Aber wackel nicht so. Hä? Und jetzt die Kurve und jetzt aufs Meer. Geil. Und hier sieht man einfach die Grenze. Wie nice. Und hier sieht man, hier fahren auch andere Boote. Zumindest sagen, ich kann hier umsteigen, dass hier Bootsverkehr gibt. Ellie? Chan hat mir einen neuen Auftrag erteilt. Ja, kann ich, aber ich mache es jetzt nicht. Wohl mit einem Sportwagen nicht getan. Fahre gerade zur Apollo-Insel. Was zum Geier soll Chan denn für Rex von dort besorgen? Keine Ahnung, aber diese Sache scheint wichtig zu sein. Ich hoffe auf eine richtige Spur. Eine dicke, fette Spur. Wir hören uns. Oh, shit. Oh Gott, die Kurven. Immer diese Kurven, verdammt. Und immer dieser Verkehr. Aber ich bin eh schon da. War ja doch nicht so weit. Ja, wow. Du hast das Ziel erreicht. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Wow. Bist du auf der Insel angekommen, Fahrer? Ja, Sir. Ja. Gut. Du musst was klauen. Und zwar einen Mondbuggy. Hä? Was hast du denn gedacht? Dass ich dich zum Eis holen schicke. Wäre super gewesen. Zum Weltraumzentrum und klau den Mondbuggy! Muss ich das nicht in Chase, in The Chase Begins auch? Sollte mich besser oder verkleiden, irgendwie nicht. Um da reinzukommen. Wenn ja, dann nice. Insel ist einfach so verdammt groß. Hilfe. Ich werde mich hier niemals zurechtfinden. Aber die Autos kenne ich noch, in die steige ich, jetzt einfach ein. Nö. Und jetzt fahren wir. Was auch immer das genau darstellen soll. Irgendwelche Mondfahrzeuge, keine Ahnung. Warte mal, wo war denn jetzt der Pfeil? Wo denn? Ach so. Einfach gerade durch. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Yeah. Einfach gerade durch. Und jetzt. Nein, 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 nein. Jetzt hier. Oh. Aha. Vielleicht finde ich sogar einen Raumanzug. Das wäre so cool. Ola. Mm-hmm.
wechseln zu dir und jetzt da reingehen. Bekommen wir jetzt etwa schon einen Raumanzug? Wäre ziemlich nice. Safe auch noch. Nein, ey, wieso hänge ich hier fest? Nein. Ja, der Gärtner kommt auch noch, oder wie muss ich das verstehen? Bitte nicht. Es kommen noch so viele Dinge. Aber jetzt erstmal der Astronaut. So. Geil. Und hier wechseln wir jetzt einfach mal. Vielleicht brauchen wir das ja dann. Zu blau. Und jetzt müssen wir hier sind. Hier ist jetzt der Astronaut. Kann der irgendwas? Lol. Was? Ach ja, das kann hier. Stimmt ja. Nein, aus. Aber WTF, aber was ist das hier jetzt genau? Jetzt muss ich doch safe was auf dem Gamepad tun. Nein, ich habe es nicht gemerkt. Nein, aus. Nein, nochmal. Nein. Rot, gelb, grün, blau. Oh Gott. Das ist alles viel zu schwierig für mich. So viel kann ich nicht denken, sorry. WTF. Es ist alles viel zu kompliziert für mich. Oh, und hier brauche ich halt jetzt echt die Waffe. Oh, es ergibt sogar Sinn. Yes. Und jetzt hoch hier. Bam. Und hier ist jetzt ganz viel Geld. Und hier jetzt etwa rüber, oder wie? Was? Warte, du sollst so. Jo, wahrscheinlich. Ihr müsst euch jetzt hin, oder? Ja, hier oben ist das Ding hier. Nein. Ah, hier. So. Jo, hi. Oh, und jetzt brauche ich auch wieder den Astronauten. Aber was war das hier denn nochmal? Warte mal. Das war die Teleportationsdings der Bums da, keine Ahnung. Alles klar. Was? Wie geil das einfach aussieht. Es hieß doch nur ein kleiner Schritt. Perfekt. Während die Techniker am Shuttle arbeiten, schnappe ich mir den Mondbuggy, denn der ist irgendwo in der Nähe von da. In der Mitte des Shuttles. Alles klar. Also dürfen wir jetzt den Buggy suchen, oder wie? Also ums Geld müssen wir uns ja jetzt schon mal keine Sorgen machen, Ellie, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich einen Mondbuggy klaue. Wow. Leider bin ich im Kontrollraum und der Buggy ist im Shuttle, umgeben von den ganzen Technikern. Vielleicht kannst du ihre Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Lol, die wollen einfach wozu sollte das denn kämpfen? Sein? Weil sie dann in den Kontrollraum kommen. Du auch noch. Du dich fäng ich dann, okay. Na, fang ich ein. Ich was? Wieso stehst du wieder auf? Hey, lagst du nicht gerade irgendwie am Boden und warst? Ja, WTF verstehe ich jetzt auch nicht, aber egal. Hallo? Ja, danke, zerstör's bitte. Also um den wahren Lego City Held, so heißt das in dem Spiel, oder? Tut mir leid, ich bin extrem verwirrt. Ich spiele in letzter Zeit einfach viel zu viele Lego-Spiele. Weiß ich nie, was hier ist. Achso, hier kann ich. Nein, mach doch. Hier geht's ja mal richtig ab. WTF. Oh, eine Hupe und viel Cash. Ja, seht euch doch an, ich bin jetzt schon fast Lego City Held. Lol. Das machen wir nochmal auf. Rot, grün, gelb, blau.
Okay, ist eigentlich ziemlich einfach. Hoffentlich kommt das nicht noch schwieriger, also dass das dann mit 5 verschiedenen... Also jetzt hier die 4 Farben, aber dann 5 verschiedene... 5. Überprüfe Sicherheitsmaßnahmen und... Ich bin dumm. Handbremse ist angezogen. Kann mich schon wieder mal nicht ausdrücken. Ist natürlich sehr toll, wenn einem die Begriffe fehlen. Aber wo teleportieren wir uns denn jetzt hin? Ach so, hier hoch. Also ums Geld mache ich mir jetzt echt keine Sorgen mehr. Jetzt ernsthaft nicht. Aber trotzdem zerstöre ich natürlich noch alles, denn das gibt ja geile Lego-Steine und die brauchen wir ja dann doch noch. Schauen wir mal, ob wir ihn dann im nächsten Part das Level hier jetzt schon abschließen, weil... Keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall nice designed aus. Gefällt mir definitiv mehr als das mit in der Kanalisation. Das war auch nicht so gut, ich weiß nicht. Haben mir nicht gefallen. Einfach Kanalisation, bah, nicht gut. Nein. Was zur Hölle machst du da? Ideale Raketenflugbahn wird berechnet. Berechnete Richtung der Flugbahn aufwärts. Okay. Oh, und ich bin's halt schon. Ich bin ein Tier. Blau, rot, grün, gelb. Blau, rot, grün, gelb war's, oder? Ja. Yeah. Hier kann ich mich nur wieder zurück teleportieren. Was kommt hier jetzt her? Oh, was ist das so zum Zusammenbauen? Ach so, für die Waffe. Ah, wo bist du denn? Hier. Ja, aber wie so eine grüne. Grün. Brauche ich denn was Grünes? Egal. Ich zerstöre jetzt erstmal alles. Einfach, weil ich ein richtiger Massafacker bin. Aber bekomme ich die hier wahrscheinlich von da oben? Also die nicht Bomben, sondern... Nein, nicht Allahu Akbar, sondern... Nein, kein Granit. Bin ich behindert? Sprengstoff, egal. Fällt der Name gerade nicht? Ich bin nicht eigentlich kernbehindert. WTF. Ah. Nee, aber hier brauche ich doch Lila. Ich wusste es doch. Leck mich. Ja, oder doch nicht. Oder bin ich behindert? Ist doch egal. Ist doch jetzt auch egal. Am besten ich bleibe immer beim Astronauten, weil der toll ist. Weil der eine coole Waffe hat. Du hast eine Lücke auf der Strecke. Ach so. Ja, ich sehe es schon, Bruder. Kann ich irgendwas zusammenbauen? Nein, nur so. Nur ein Bild. Lol. Junge, was bin ich froh, dass meine Armbanduhr nicht so eine Batterie braucht. Ja, wie... zur Hölle. Wo ist denn jetzt was zum Zerstören? Mache ich denn mit dem Ding hier? Ich bekomme ein Granit. Techniker muss mal die Einspritzentriegelungsklappe überprüfen. Und dann brauche ich noch einen Techniker, der mir erklärt, was zum Henker eine Einspritzentriegelungsklappe ist. What? Vielleicht der Getränkehalter? Ach so, ich bin behindert. Wird mir ja eh angezeigt jetzt. Hol das Ding da runter. Ich bin ein Hüso. Aber ich muss jetzt sowieso den Part beenden. Ich würde nämlich sagen, das war's für den Part. Im nächsten Part wird's hier weitergehen. Also stay tuned und... Ja, wie sich das Ding einfach von selbst reinschiebt. Ach so, jetzt funktioniert das. Ja, egal. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ja, tschüss.